Vorbereitungsjahre, die wir jetzt hinter uns haben, die hat gar keiner gemerkt, weil die haben wir bei offenem Ausstellungsbetrieb hier in Dahlem gemacht, nämlich die logistische Planung. Dazu muss natürlich erstmal das Konzept für das Humboldt-Forum feststehen, damit man überhaupt weiß, um welche Objekte geht es. Der zweite Schritt war dann einfach, welche Objekte müssen zuerst bewegt werden. Und das sind die Großobjekte. Wir befinden uns ja gerade bei den größten Objekten, die wir überhaupt im Museum haben, nämlich die Boote aus der Südsee. Wie bekommen wir die großen Boote aus der Südseehalle verpackt? Auch das ist eine logistische Herausforderung. Abrissarbeiten, kann man im Hintergrund auch gut hören. Und zwar werden die kompletten alten Vitrinen abgerissen und damit der ganze Staub, der dabei aufgewirbelt wird, sich nicht hier auf dem Boden niederlässt, haben wir alles staubdicht abgetrennt. Und zwar sieht man schon, das Boot ist ungefähr 4 Meter breit. Wir müssen deutlich schmaler werden, um durch die Einbringöffnung im Humboldt-Forum durchzukommen. Das heißt, wir werden das ganze Auslegersystem vom Rumpf trennen. Natürlich nehmen wir vorher noch das Segel ab und den Mast. Und dann haben wir das Boot so weit verkleinert, konservatorisch korrekt, dass wir es transportieren können. Also diese Objekte sind bereits vorbereitet für den Transport ins Humboldt-Forum und es ist vermerkt, dass das Objekt entwest wurde. Das bedeutet, es war in N2-Zelt, steht auch dort in der Stickstoffanlage. Das ist für uns natürlich außerordentlich wichtig, denn mit eines der schlimmsten Dinge in einem Museum mit Komposit und organischen Objekten ist, dass wir Schädlingsbefall haben. Und deswegen müssen wir sicherstellen, dass wir nicht in ein neues Gebäude eventuell etwas derartiges mit einziehen lassen, sondern die Objekte müssen weiß sein sozusagen. Der amerikanischen Archäologie, was gleichzeitig auch das Depot der Großobjekte ist. Hier lagern die alle Objekte, die sonst in den Depoträumen keinen Platz finden, wie die Boote und eben auch die Totempfähle. Die Depots spielen eine wichtige Rolle bei dem Umzug insofern, dass viele Objekte erstmals für die Ausstellung im Humboldt-Forum aus den Depots herausgeholt werden und wieder der Öffentlichkeit gezeigt werden können. Zwei Totempfähle oder auch Waffenpfähle genannt von der Nordwestküste Amerikas. Wir sind heute im Kontakt mit Nachfahren des Schnitzers, hoffen, dass dieser Nachfahre demnächst nach Berlin kommt, um gemeinsam mit unseren Restauratoren auch diesen Pfahl zu restaurieren, um ihn dann im Humboldt-Forum auszustellen. Eine Objektgruppe, die nennt sich Vajan Golex und die gehören zum Asiatischen Theater und sind vorbereitet worden für die ganze Abteilung Süd- und Südostasien im Humboldt-Forum. Wir haben uns jetzt schon im Vorfeld Gedanken gemacht, alleine auch schon für die Lagerung und es werden diese Verpackungen sein. Das sind sozusagen für die Objekte angefertigte Kartons, die entworfen worden sind über Prototypen. Also wir hatten auch mehrere Entwürfe, die wir erst getestet haben oder auch wieder verworfen haben. Also wir hatten da irgendwie 2, 3 und das ist jetzt im Endeffekt die Endverpackung. Es gibt Objekte, die kennt man, weiß auch, wo die liegen. Man macht sich aber in den Alltagsaufgaben einfach nicht so viel Gedanken. Bis zum Zeitpunkt, wo sie auf einmal ausgewählt werden, in ein Humboldt-Forum umzuziehen und dort auch präsentiert zu werden. Und da haben wir schon die Idee aufgenommen, den Gedanken, dass die Sammlungen in diesem Haus ja immer in Bewegung waren. Also seit sie ihren Ursprungsort verlassen haben, werden diese Objekte bewegt aus ganz unterschiedlichen Gründen, weil wir einer der Hauptleihgeber der Welt zum Beispiel sind. Die Geschichte des Ethnologischen Museums Berlins ist eine Geschichte der Bewegung. Man könnte uns auch Museum der globalen Bewegung nennen. Es gibt da sehr viele große Herausforderungen in der Vergangenheit. Und es wird sie auch in der Zukunft geben.